So, in dem Video geht es mal um Schutzkleidung. Schutzkleidung beim Paintballspiel. Ich persönlich spiele gerne Woodland. Ja, da ist die Frage. Was zieht man sich an? Eine Tarnhose, ein Tarnhemd und schon ist alles gut? Nein, das ist mir alles ein bisschen zu schmerzhaft, sage ich mal. Also ich finde, wer zum Beispiel jetzt sehr gute Tarnkleidung macht und auch stylische Tarnkleidung, ist der ID Paintball Shop. Frag mich, wo der ist, in Leipzig oder wo auch immer. Ich habe sie mir online bestellt. Auf jeden Fall ist meine Hose dieses gute Stück hier. Die hat wirklich... Ich habe sie mir auch gleich ein bisschen größer bestellt, in 2XL. Das kann ruhig ein bisschen schlabbern. Dann tut es nicht ganz so weh. Hier haben wir nochmal einen extra Schutz für den Genitalbereich. Ist von innen ein bisschen mehr gefüttert. Wenn man auf Sicherheit gehen will, spielt man wirklich mit einem richtigen Schutz. Bei denen finde ich das positiv, die haben richtig, richtig coole Designs. Die hatten diese Hose auch noch mit rot und weißen Totenköpfen. Ich habe mich dann für dieses schwarz-lila mit naja, weiß-weißen Totenköpfen entschieden, was sehr cool ist. Schoner, logisch. Kann man, glaube ich, auch noch irgendwie... Nein, kann man nicht. Ist egal. Ja, alles. So sieht das gute Stück aus. Hat nicht wirklich viel gekostet. Stürzt man sich jetzt nicht in Unkosten mit dem Teil. Ich glaube, ich habe bezahlt damals, ist schon einige Monate her, 29 Euro oder ähnliches. Taschen natürlich alle mit Verschlüssen. Ist ja logisch. Man das alles ein bisschen fester strapsen kann, die Gürtels. Ja. Das ist das gute Stück. Und dann trage ich dazu, ich weiß leider nicht, wo ich das gekauft habe. Ein geiles Jersey. Also es ist wirklich, wirklich, da man merkt ja, ich stehe so ein bisschen auf Totenköpfen, mein Hund nervt auch gerade ein bisschen. Dann lasse ich sie mal hoch. Das sind meine beiden Hunde, wenn es interessiert. Und jetzt geht mal zur Seite. Dankeschön. Habe ich mir ein Jersey mit Totenköpfen geholt. Es ist wirklich, das sieht auf dem Video schon cool aus. Aber das ist richtig, richtig cool. Also vom Design her ist das richtig geil gemacht. Natürlich trage ich unter dem auch noch Schutzkleidung. Ist natürlich untypisch, dass man bei Woodland sowas trägt, aber es ist mir halt alles ein bisschen sicherer wie mit Tarnklamotten und man muss ja auch nicht dann überall blaue Flecken haben. Sollte man auch nicht, weil man sich alles gut und weil man sich ja auch nicht treffen lassen sollte, aber es kommt nun mal vor, dass man schon mal ein bisschen markiert wird. Man wird ja nicht beschossen, man wird ja markiert, das muss man ja dazu sagen. Weil es sind ja auch Markierer und keine Waffen. Weil, ja, auch wenn bei Woodland mit Nachbauten gespielt wird. Ich habe zum Beispiel in meinen anderen Videos, müsst ihr einfach mal in meinen Kanal gucken, wenn ihr durch Zufall das Video seht, ein AK-47 Nachbau von New Legend. Super geiles Teil, super schwer. Also ich glaube, es könnte sogar original schwer sein. Ich wollte auch nicht ausufern. So, ich wollte euch nochmal zeigen, was es eigentlich für coole Paintball-Klamotten gibt. Ja, das war eigentlich schon alles. Und jetzt habt ihr auch noch meine Hunde kennengelernt. Das hier ist Ruby. Ruby, guck mal in die Kamera, guck mal hier. Das ist Ruby. Und das hier, das ist Bubbles. Guck mal in die Kamera. Nein, sie will nicht in die Kamera gucken. Gut, ich wünsche euch noch einen entspannten Abend. Und bis dann.